Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Oliver und heute geht es um das iPhone 13 Pro. Ihr habt es in der Überschrift gesehen, mein persönliches Fazit nach fast einem Jahr. Bevor der eine oder andere das jetzt in die Kommentare schreibt, ja, es wird noch circa 2 Monate dauern, bis wir den Nachfolger sehen. Allerdings wird sich in diesen 2 Monaten meine Einstellung zum iPhone 13 Pro höchstwahrscheinlich nicht verändern. Falls doch, mache ich noch mal ein eigenes Video dazu, falls sich wirklich irgendwas gravierend ändert. Aber ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass so kurz vorher nichts mehr passiert. Ich wollte noch iOS 16 abwarten, die Ankündigung, und jetzt persönlich dann mein Fazit nach fast einem Jahr liefern. Denn in den nächsten Monaten, Wochen ist ein bisschen was los. Da wird das Ganze ein bisschen untergehen. Und ich will das Video dann auch nicht dann erst liefern, wenn der Nachfolger auf dem Markt ist. Der ein oder andere wird jetzt den ein oder anderen Deal im Sommer sehen und stellt sich vielleicht die Frage, kann man das iPhone 13 Pro nach einem Jahr noch empfehlen? Darum soll es heute gehen. Also würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Fangen wir direkt mit dem an, was ich ja schon in meinem eigenen Video tatsächlich auch erwähnt habe zum iPhone und was für mich persönlich in den letzten Jahren tatsächlich wirklich entscheidend geworden ist, und das ist der Formfaktor. Es geht nicht darum, dass ich das kantige Design mag, ich, gefällt mir gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann mal wieder rund wird, aber aktuell mag ich dieses kantige Design. Mir geht es tatsächlich darum, dass ich ein Flaggschiff haben möchte mit ca. 6 Zoll, nicht größer. Ich weiß, das iPhone gibt es auch als Max-Modell, aber man muss hier wirklich keine großartigen Abstriche machen. Man bekommt irgendwie nicht ein schlechteres Display, man bekommt irgendwie nicht eine schlechtere Kamera, sondern man bekommt einfach das große Flaggschiff in einem kompakten Formfaktor. Das bietet kein anderer Hersteller auf dem Markt in dieser Form an. Ich habe das Samsung Galaxy S22 auf dem Kanal getestet. Ich habe auch erwähnt, dass es mir wirklich gut gefällt. Tolles Smartphone. Aber man bekommt nicht die Hauptkamera vom Großmodell. Man bekommt nicht die Periscope-Kamera. Die Akkulaufzeit ist wirklich schlecht. Und dann muss man so viele Abstriche machen, wo ich mich frage, ist das überhaupt noch ein S22-Modell oder ist das überhaupt noch das Flaggschiff? Und ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Hier bekommt man wirklich meiner Meinung nach das beste 6-Zoll-Flaggschiff auf dem Markt. Was dann auch nicht so langgestreckt wie die Smartphones von Sony ist, sondern auch in der Höhe noch sehr angenehm ist. Ist mir persönlich wichtig, damit es im Alltag einfach weiterhin ausreicht und ich nicht diese knapp 7 Zoll mit mir herumschleppen möchte. Dementsprechend bleibt für mich der Formfaktor das große Highlight beim iPhone 13 Pro. Und es freut mich, dass man hier quasi keine Abstriche machen muss. Mein zweiter Punkt, mein zweites Highlight in diesem Video ist das Display, und ich sehe schon, wie die Android-Nutzer, wie es in den Fingern juckt, dass sie das Ganze jetzt in die Kommentare schreiben. Könnt ihr auch gerne machen. Ich weiß, Apple war spät damit dran. Sie wollten die LTPO-Technologie abwarten, also für die variable Bildwiederholungsrate, bis sie 120 Hertz einführen. Sehr spät, viel zu spät, kann man kritisieren. Ist mir aber auch jetzt mittlerweile egal. Hauptsache, es gibt endlich ProMotion mit 120 Hertz. Und ich persönlich mag dieses Feature. Ich möchte es nicht mehr missen in Geräten, die ich im Alltag vor allem mobil nutze, sprich Tablet, Smartphone und sowas. Da sind mir 120 Hertz einfach sehr, sehr wichtig. Und ich bin einfach nur froh, dass das Ganze jetzt auch im iPhone vorhanden ist. Aber ich muss auch so sagen, dass es für mich persönlich das beste Display auf dem Markt ist. Ja, die Notch darf langsam mal ein bisschen kleiner werden. Wird ja in diesem Jahr passieren. Freue ich mich natürlich auch drauf. Grundsätzlich stört es mich jetzt aber auch nicht so sehr. Was ich aber schön finde, ist A, ich habe es jetzt eben im Formfaktor erwähnt, 6 Zoll reicht mir vollkommen aus. Keine gebogenen Displayränder, stört mich ehrlich gesagt. Ich brauche diese abgerundeten Seiten, brauche ich nicht. Sieht optisch auf Bildern schön aus, im Alltag komplett überflüssig. Und einfach nur so ein schönes, flaches, 6 Zoll großes, helles OLED-Panel zu bekommen, mit die beste Technologie, die man bei Samsung einkaufen kann, ein wirklich extrem helles Display. Mit das hellste neben den Samsung-Smartphones auf dem Markt. Also da gibt es von meiner Seite nichts zu meckern. Ich würde es als das für mich persönlich mit Blick auf das Gesamtpaket beste Display auf dem Markt bezeichnen. Und ich habe wirklich eine große Freude mit diesem Display. Bei meinem dritten Punkt, der Kamera, ist das nicht mehr ganz so leicht. Sprechen wir nämlich über die Triple-Kamera. Hauptkamera hat einen großen Schritt gemacht. Endlich, das war ja im Jahr davor beim iPhone 12 so der Fall, dass man das Max-Modell leider bevorzugt hat. Jetzt kann auch das normale kleine Pro wieder mithalten. Und es ist eine wirklich mit die beste Kamera, trotz 12 Megapixel, haben andere mittlerweile mehr, die wirklich gute Bilder macht. Schön scharf, schöner Bokeh-Effekt, auch ohne Porträtmodus. Ich habe den Porträtmodus ehrlich gesagt in den letzten 10 Monaten quasi nicht mehr benutzt, weil der natürlich einfach gut genug ist und schöner aussieht. Aber wenn wir über die Kamera sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, dass sie nicht mehr State of the Art ist. Die Hauptkamera, ja, kann mit allen anderen mithalten, gehört für mich zu den besten auf dem Markt und macht vor allem so im Alltag, wenn man jetzt nicht viel mit den Einstellungen herumspielen möchte, meiner Meinung nach neben den Pixel-Smartphones die besten Fotos. Die Ultraweitwinkelkamera kann mithalten, ist gut.
Da gibt es bessere. Oppo ist ein gutes Beispiel. Andere Hersteller können auch teilweise ein bisschen mehr Details liefern. Aber ich bin damit sehr zufrieden, da ich damit gar nicht mehr so oft Fotos mache und da ich sie auch überwiegend bei hellem Licht benutze und da ist es dann auch relativ egal, wenn sie bei schwachem Licht nicht mehr ganz so sehr überzeugt. Aber bei der Zoom-Kamera, ja, da sieht man den Vorsprung der Konkurrenz mittlerweile doch relativ eindeutig. Ich finde diesen dreifachen Zoom optimal. Das ist für mich eine optimale Distanz. Dürften auch 2,5 sein, aber sowas in dieser Art finde ich gut. Diesen Sprung, dass man ein bisschen näher ins Objekt herangegangen ist, finde ich toll. Aber die Qualität, vor allem wenn das Licht ein bisschen schlechter wird, ist dann doch schon relativ teilweise miserabel. Zumindest im Vergleich, wenn ich mir die Periscope-Smartphones anschaue von Samsung, Sony, Xiaomi. Ja, eigentlich die richtig teuren Android-Flaggschiffe haben mittlerweile eine Periscope-Kamera verbaut und da merkt man den Unterschied doch schon relativ eindeutig, dass da bei den Zoom-Kamera-Fotos ein bisschen mehr möglich wäre, was Apple nicht nutzt. Werden sie in diesem Jahr höchstwahrscheinlich auch noch nicht, da steht im Raum, dass nächstes Jahr eine richtig gute Zoom-Kamera kommen wird. Wäre so mein persönlich größter Kritikpunkt bei der Kamera mittlerweile. Man holt viel mit KI raus, also mit Software. Die Bilder werden danach nochmal nachgeschärft und sie sehen auch ein bisschen besser in der Galerie aus, als ihr das vielleicht jetzt im ersten Moment seht. Aber wie gesagt, bei der Zoom-Kamera dürfte sich gerne in Zukunft nochmal ein bisschen was tun. Und eine Sache möchte ich an dieser Stelle auch noch anmerken, wenn wir über die Kamera sprechen. Es ist eine sehr, sehr gute Frontkamera verbaut. Ist mir aber persönlich nicht so wichtig. Dürfte man aber auch gerne noch ein kleines bisschen bessere Kamera verbauen, denn da merkt man auch mittlerweile, dass die Konkurrenz auch schon tolle Frontkameras verbaut. Aber die Videoqualität, die ist wirklich unschlagbar auf dem Markt. Und das mit teilweise riesigem Abstand. Samsung kann da mittlerweile ganz gut mithalten, würde ich mal behaupten. Aber wenn ich mir dann Hersteller wie Xiaomi oder Oppo oder sowas anschaue, die können gute Videos machen, aber weit abgeschlagen von einem iPhone. Ich filme tatsächlich mittlerweile auch relativ viel für diesen Kanal, vor allem auch die Auto-Reviews und auch Fotos, wenn man unterwegs ist, mache ich mit dem iPhone und ich würde behaupten, dass ihr da teilweise keinen großartigen Unterschied erkennen könnt, auch bei der Stabilisierung vom iPhone. Also die Videoqualität ist wirklich etwas, was ich natürlich jetzt, der viel filmt, auch zu schätzen weiß. Dementsprechend will ich an dieser Stelle auch ganz klar erwähnt haben, wenn bei mir persönlich auch im Umkreis die Frage aufkommt, gut, Fotos etc., bei mir sind auch Videos wichtig, muss ich auch sagen, ganz ehrlich, Samsung reicht aus, aber es führt am Ende des Tages kein Weg am iPhone vorbei. Noch zwei kleine Punkte zum Abschluss oder größere Punkte. Einer davon wird vielen sehr, sehr wichtig sein. Der erste Punkt ist die Performance. Ich muss gestehen, es fing so beim iPhone 11, glaube ich, an, iPhone 11 Pro. Da wurde mir das relativ egal. Ne? Also es ist so, die Performance steigert sich. Schöne Sache, ich freue mich lieber darüber, darauf gehe ich gleich rein, wenn der Prozessor dafür sorgt, dass wir eine größere, bessere Akkulaufzeit bekommen, aber bei der Performance, ganz ehrlich, meine Partnerin nutzt noch ein iPhone 10, ja, es kommt jetzt langsam in die Jahre, ich habe im Umkreis ein iPhone 10S, ein iPhone 10R, nee, also bei der Performance werdet ihr, das ist eigentlich relativ egal geworden, auch wenn tatsächlich die Chips große Sprünge machen, im Smartphone würde ich behaupten, sind wir da an einem Punkt angekommen, wo es egal ist. Was aber nicht egal ist im Smartphone, ist natürlich die Akkulaufzeit und auch da ist eine Weiterentwicklung der Chips wichtig, wenn nicht sogar entscheidend und da merkt man, dass die Sprünge da sind. Das iPhone 12 war mal so ein kurzer Rückschritt für mich persönlich, also das 12 Pro, da war die Akkulaufzeit nicht mehr so gut, mit dem 11 Pro wurde sie hier richtig gut, dementsprechend freue ich mich jetzt natürlich, dass sie sich beim 13 Pro wieder verbessert hat und ich würde sogar von einer richtig guten Akkulaufzeit sprechen. Teilweise muss ich sagen, komme ich mit diesem 6 Zoll großen Smartphone so gut über die Runden wie mit manch anderen mit 6,5 oder 6,7 Zoll, die 5000 mAh haben, also einen viel größeren Akku und da merkt man einfach, dass das Zusammenspiel aus Chip, Akku und Software bei Apple wirklich unschlagbar ist, also dass sie das Ganze wirklich aus einem Pod zusammen entwickeln und da wirklich eine sehr, sehr gute Akkulaufzeit bieten. Früher war das immer so die Schwäche bei den kleineren iPhones für mich persönlich, wo ich gesagt habe, man kommt vielleicht gerade so über den Tag, muss aber öfter mal zwischenladen. Seit dem iPhone 11 Pro ist das für mich persönlich kein Problem mehr. Wie gesagt, beim 12 Pro gab es nochmal so ein kleines Downgrade, haben es aber ganz schnell wieder zurückgenommen und jetzt beim iPhone 13 Pro verbessert, denn sie wussten natürlich auch, dass das Ganze wichtig für die Reviews ist. Wie gesagt, Akkulaufzeit ist hier wirklich on top, mit der bin ich persönlich sehr zufrieden. Auch wenn ich sagen muss, das ein oder andere iOS-Update war nicht unbedingt immer das stabilste in den letzten Monaten. Also es gab da durchaus auch eine iOS 15-Version zwischendrin, wo ich immer mal gemerkt habe, Mensch, da haben sie jetzt die Akkulaufzeit ein bisschen vernachlässigt. Aber so im Großen und Ganzen bin ich damit sehr zufrieden. Also, wie lautet mein Fazit nach fast einem Jahr mit dem iPhone 13 Pro? Ich persönlich bin weiterhin sehr zufrieden. Es sind mittlerweile so kleine Detaildinge, die ich jetzt noch optimieren würde. Ja, die Notch könnte gerne verschwinden oder ein bisschen schöner ins Display integriert werden und ich mag auch die Renderbilder und ich finde es natürlich schön, dass sich das in diesem Jahr etwas tut.
Vielleicht auch mal wieder eine neue Farbe. Aber so im Großen und Ganzen, wenn ich mir die Punkte anschaue, gibt es eigentlich nur einen Kritikpunkt von meiner Seite. Mit dem Rest bin ich so zufrieden, dass alles Weitere, was jetzt kommt, nur noch Detailverbesserungen wären. Also die Kamera ist gut genug, die Ultraweitwinkelkamera ist gut genug, die Frontkamera ist gut genug, Face ID funktioniert gut, das Display ist gut, Haptik ist gut, Verarbeitung ist gut, Akkulaufzeit ist gut. Eine Sache habe ich nicht erwähnt und das ist die Zoom-Kamera. Will ich jetzt noch ein letztes Mal drauf eingehen? Da würde ich wirklich einen größeren Schritt erwarten. Zumindest in dieser Preisklasse für über 1.000 oder teilweise über 1.200 Euro sind Periscope-Kameras bei der Konkurrenz mittlerweile durchaus, nicht bei allen Herstellern, aber bei vielen angekommen. Und bei Apple würde ich diesen Schritt so langsam auch erwarten, denn dann wäre das Gesamtpaket einfach komplett. Und ja, natürlich, auch USB-C würde ich so langsam gerne sehen. Das ist eigentlich das letzte Smartphone in meiner, das letzte technische Gerät, abgesehen von manch anderem Zubehör von Apple, was noch auf Lightning setzt. Und das ist, wenn man unterwegs ist, habe ich das auch jetzt festgestellt, echt kompliziert. MacBook über USB-C laden, iPad über USB-C laden, Kopfhörer über USB, man kann alles über USB-C laden. Aber für das iPhone muss ich einfach immer noch ein Lightning-Kabel mitnehmen. Das ist A, nicht umweltfreundlich, dass ein eigener proprietärer Standard noch auf dem Markt ist. B, ist er auch nicht mehr gut. USB-C mit dem aktuellen 3.0 Standard ist auch einfach technisch gesehen besser, bietet mehr Möglichkeiten. Dementsprechend wird es Zeit, dass Apple zu USB-C wechselt. Werden sie allerdings auch erst nächstes Jahr, also beim iPhone 14 steht das noch nicht an. Das sei zum Abschluss noch erwähnt, stört mich nicht so stark, weil ich tatsächlich selten das benötige, daheim auch viel kabellos lade oder fast nur. Ich wollte aber einfach mal erwähnt haben, dass ich allgemein großer Fan von Standards bin, wenn es um Anschlüsse geht und dementsprechend wäre USB-C noch etwas, was ich auch optimieren würde. So, das soll es jetzt aber von meiner Stelle gewesen sein. Mein persönliches Fazit nach fast einem Jahr mit dem iPhone 13 Pro. War dann auch höchstwahrscheinlich mein letztes eigenständiges Video zu diesem Gerät. Weitere Videos in Zukunft dann natürlich Vergleichsvideos mit dem iPhone 14 Pro, das iPhone 14 Pro etc. Lasst also auch gerne ein Abo dafür da, falls euch sowas interessiert. Ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.